Hallo Leute und herzlich willkommen zu Mass Effect. Wir waren hier letztens in der Fluxbar stehen geblieben und wir müssen jetzt schnell raus. Und der Captain Anderson, der lenkt für uns jetzt irgendwas ab. Ne, der aktiviert wieder die Systeme der Normandy von einem Computer aus, schleicht sich an den Computer von Botschafter Odina. Und wir müssen jetzt schnell zu Normandy und Joker Bescheid sagen, wo... dass er sich vorbereiten soll. Und es sind auch Demonstranten wieder. Mund zu. So. This is wonderful, wonderful. Gut. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Mhm. Okay. Wir müssen jetzt mal schnell hin. Oh Mann, aber wir haben von uns... Wenn wir nach der Schicht in Koras Nest gehen. Klingt gut. Einige der anderen gehen zu Novios Abschiedsrichtung. So, auf jeden Fall, standen wir in der letzten Folge, wer die noch nicht gesehen hat und zufällig auf dieses Video gekommen ist oder erste zugekommen ist, wir haben in der letzten Folge ein versucht... Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. So, in der letzten Folge haben wir gesucht, oder waren kurz davor, mit der Ashley Liebe zu machen, und dann kam der Joker und hat uns eine Nachricht überbracht. Ich bin ziemlich enttäuscht. Egal. So, was haben wir denn hier? Propheten halt mit dem Hanar sprechen. Ist mir eigentlich scheißegal, dieser Prophetenschreit. Also mich geht so ein politisches Zeug nicht an, also ich mag sowas nicht. Das ist die totale Gülle. So, wir müssen jetzt... hierhin. So, was haben wir denn da? Zitadelle, ob es die Zitadelle noch im zweiten Teil oder dritten Teil geben wird, bin ich ja mal gespannt. Es wäre aber lustig, wenn Saren die Zitadelle zerstören würde. Es wäre schon etwas lustig, würde ich sagen. So, wir müssen hier erstmal hoch zur Zitadelle Sicherheit. Nee, ja, ich denke schon. Präsidium. Zitadelle Turm, Finanzdistrikt, Gemächer der Konsorten. Hä, wollten wir eigentlich jetzt woanders hin? Moment mal, wir sind hier doch richtig. Und du bin ich hier jetzt gerade falsch gelaufen. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Das ist unsere Führerin. Ah, hier runter geht's, glaube ich. Das ist awesome. So, und schnell weg. Ach, jetzt geht's runter.
Fahrstuhlmusik. Binhex hat sich außergerichtlich mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, die das Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat. Die Kroganer hatten Binhex damit beauftragt, Studien durchzuführen, um ihre genetische Sterilisation auf lange Sicht heilen zu können. Später klagte die Gruppe auf die Rückzahlung ihres Geldes, als die Studie keine verwendbaren Ergebnisse hervorbrachte. Mhm. So, jetzt sind wir unten und erstmal schnell hoch. Commander Shepard? Ja. Kalisa Bin Sinan Al-Jilani, Westerland News. Würden Sie unseren Zuschauern ein paar Fragen beantworten? Was möchten Sie wissen? Sie haben die einmalige Gelegenheit erhalten, unsere Rasse zu repräsentieren. Die Leute würden gern wissen, wie Sie das machen. Skill. Die Menschen versuchen seit 26 Jahren, sich den Respekt der galaktischen Gemeinschaft zu verschaffen. Wie fühlen Sie sich vor diesem Hintergrund, der erste menschliche Spectre zu sein? Die Spectres repräsentieren das Beste jeder Spezies dieser Galaxis. Gefragt zu werden, ob man dazugehören möchte, ist eine Ehre. Einige Stimmen behaupten, dass die Zitadelle die Menschen mit ihrer Ernennung nur beschwichtigen wollte. Hat es Situationen gegeben, wo die Zitadelle von ihnen verlangte, ihre Bedürfnisse über die der Erde zu stellen? Der Rat kümmert sich um die Angelegenheiten der gesamten galaktischen Gemeinschaft und wir sind jetzt Teil dieser Gemeinschaft. Unsere Bedürfnisse stehen auf ihrer Agenda, aber wir sind auch nur eine Rasse von vielen. Sie glauben das wirklich, nicht wahr? Für Ihre Missionen haben Sie das Kommando über ein modernes Menschenschlachtschiff erhalten. Möchten Sie dazu etwas sagen? Eigentlich wurde die Normandy von menschlichen und turianischen Ingenieuren gemeinschaftlich entwickelt. Ihr Design vereint viele Innovationen, die aber leider alle streng geheim sind. Also haben die Turianer Kenntnisse über die Normandy, die vor der Allianz Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Halten Sie es für angebracht, dass das modernste Schiff der Erde der Zitadelle übergeben wurde? Mir war nicht klar, dass sie jemandem übergeben wurde. Ich habe das Kommando und das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war ich ein Mensch. Das gleiche gilt für meine Crew. Ein Mensch, richtig. Aber jetzt arbeiten Sie für die Zitadelle, Commander. Wo wir gerade von Ihrem neuen Job reden. Hat der Rat Ihnen befohlen, das menschliche Forschungsanliegen auf Noveria zu sabotieren? Der Rat hatte nichts damit zu tun. Es gab einen Unfall in den Binhex-Laboren. Um die vertraulichen Informationen der Firma zu wahren, kann ich leider nicht mehr dazu sagen. Das ist eine überraschende Enthüllung, Commander. Uns gegenüber hat Binhex bisher immer nur gemauert. Angesichts Ihrer Erfahrungen, würden Sie sagen, dass die Menschheit jemals den Respekt von der galaktischen Gemeinschaft erhalten wird, den sie verdient? Respekt ist eine komische Sache. Die Leute meinen immer, sie hätten ein Anrecht darauf. In Wahrheit muss man ihn sich verdienen. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir ihn verdienen. Sie sind ein Idealist, Commander. Aber ein aufrichtiger. Ich hoffe, dass Sie Recht behalten. Eine letzte Frage, Commander. Gerüchten in der Heimat zufolge sind Sie einem abtrünnigen Spectre namens Saren auf der Spur. Können Sie dazu einen Kommentar abgeben? Saren war schuld am Angriff auf unsere Eden Prime Kolonie. Sobald seine Verwicklung darin dem Rat bewiesen werden konnte, bekam ich den Befehl, ihn zu ergreifen. Das überrascht mich, Commander. Offiziellen Aussagen zufolge wurde Eden Prime von abtrünnigen Synthetischen angegriffen. Viel Glück bei Ihrer Mission. Vielen Dank für Ihre Zeit, Commander Shepard. Wow. Wie schnell unser Geld einfließt. Wir sind schon Level 32. So, machen wir erstmal mit einem Schwung alles voll. Das war mein Interview. Interview. Kommt es denn oft vor, dass Menschen Frauen an vorderster Front kämpfen, Chief Williams?
Ich weiß, dass salarianische Frauen nicht beim Militär dienen. Es kommt immer häufiger vor, aber es hat eine Weile gedauert zu beweisen, dass Damen mit einem Sturmgewehr oder einer Schrotflinte umgehen können. Derart aufgezwungene soziale Rollen sind in zweigeschlechtlichen Gesellschaften nicht ungewöhnlich. Ich hatte Glück, nicht mit dieser speziellen Last umgehen zu müssen. Das ist ein Laserschwert. Ach nee, das Krotschi, das ist ein Laserschwert. So, erstmal das schnell gespeichert und dann gehen wir mal zu Normandy und sagen Joker Bescheid. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Okay. Sehen wir wieder eine Normandy drinne? Anderson? Was machen Sie hier? Ich habe nicht nach... Oh, wie geil. Bringen Sie uns hier raus, Joker. Sofort. Komm, Joker, beeil dich! Beeil dich! Das war mal eine Aktion, ey. Henderson, ich hab's dir nicht gefilmt, hier rein. Das war so genial. Geil. Das ist so geil. Hier sind die geile Aktion, Mann. Das ist schon so eine geile Aktion. Können wir mal öfters machen. So, wir können uns auf der Normandy wieder frei bewegen und ich gehe mal runter zu unseren Teamkameraden und natürlich will ich mit Rex reden. Hoffentlich hat sie sich das jetzt anders überlegt mit dem Liebemann. Komm schon, bitte, 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 bitte. Wie ist so ein kleines Kind? Manche von euch würden sich jetzt bestimmt denken, ich mache das jetzt Play nur wegen dem Liebemann. Nein, das ist nicht so. Nein, das ist nicht so, Leute. Nein, das ist einfach nicht so. Commander? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich weiß nicht, ob ich Dr. Zonys Geschichte abkaufe. Dass sie nicht mehr mit ihrer Mutter gesprochen hat. Sie sind doch eine Familie, oder? Ich glaube, dass sie ehrlich zu uns gewesen ist. Zumindest denke ich nicht, dass sie sehr oft lügt. Ja, darin ist sie wahrscheinlich ziemlich schlecht. Zu schade, dass diese Ruinen zerstört wurden. Dabei hatten sie doch tausende von Jahren überstanden. Das ist beeindruckend. Wir unterhalten uns später, Williams. Und noch geht es immer noch nicht. Okay, dann wagen wir uns jetzt mal ins Smoo-Portal. Wir haben ja noch ungefähr 4 Minuten. Also ich habe noch für das Let's Play, für den Part hier noch 4 Minuten eingeplant und... Wenn wir einen neuen Part starten, dann mit einem neuen System. Einer neuen Mission. Bereiten wir schon mal alles vor. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Oh oh. Commander, die Story von Miss Al-Jelani über Sie wurde gerade veröffentlicht. Sie hätte Sie nicht so überfallen dürfen, aber Sie haben sich gut aus der Affäre gezogen.
Wir waren verschiedener Meinung, Sir. Ich hoffe aber, dass sie von meiner Aufrichtigkeit überzeugt ist. Sie haben sich sehr gut verhalten, Commander. Sie hat sich unmöglich benommen. Aber da ist noch eine andere Sache. Die Zitadelle hat versucht, es runterzuspielen, dass Saren außer Kontrolle ist. Keine gute Werbung für die Spectres. Ihn zu erwähnen, war politisch nicht klug. Ich war mir dessen nicht bewusst. Ich werde ihn nicht wieder erwähnen, Sir. Zumindest wäre ich Ihnen dafür dankbar, Commander. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten. Fünfte Flotte, Ende. Okay. Raus aus dem Zitadell. Und wir fliegen jetzt nach Eilis. Wow. This is definitiv good. So, nach Eilis müssen wir, und das ist wahrscheinlich sogar die letzte Mission, oder auch vorletzte, was auch immer. Gut, im sogenannten goldenen Zeitalter der Proteaner war Eilis eine grüne Welt mit Städten voller architektonischer Meisterwerke. Dass dies heute nicht mehr der Fall ist, sieht man auf den ersten Blick. Eilis wurde aus unbekannter Ursache so zerstört, dass die Planetenoberfläche die Farbe von Rost angenommen hat. Die Atmosphäre weist erhöhte Levels von Sauerstoff auf. Auf der dunklen Planetenseite wüten durch Blitze entfachte Oberflächenfeuer. Das bedeutet, dass die meisten, wenn nicht alle atmenden Lebewesen ausgestorben sind. Oberflächenschwerkraft beträgt 1,17 Gramm. Gut. Gut, this is very good. So, und Eilis. Werden es jetzt wahrscheinlich in dieser Mission mit der Sovereign und mit Saren zu tun haben. Ich bin schon richtig gespannt drauf. Ich freue mich schon so richtig. Saren muss büßen. Abuse. Ja. Skipper? Du musst mich nicht so nennen. Ich bin jetzt ein Verräter. Und ich sollte diese Uniform wahrscheinlich nicht mehr tragen. Wir mussten das tun, Shepard. Das wissen Sie. Es gab keinen anderen Weg. Und für mich werden Sie immer der Skipper sein. Oh, Captain. Mein Captain. Zuerst Alfred Tennyson, jetzt Walt Whitman. Du bist voller Überraschungen. Mein Vater liebte diese pralle Poesie. Meine Mutter bevorzugte hingegen Plath. Ich bin keine Frau des Wortes. Shepard, andere Leute können meine Gedanken besser in Worte fassen als ich. Wir sind Meuterer, die mit einem gestohlenen Schlachtschiff in das gefährlichste System der Galaxis fliegen. Ich könnte es dem Rat nicht verdenken, wenn er uns tollkühn oder aggressiv nennt. Vor einigen Monaten hättest du das noch anders gesehen. Seitdem ich an Bord bin, habe ich viel nachgedacht. Der Tod schließt alles ab. Doch etwas vor dem Ende, ein Werk von edlem Ruf, kann man noch tun, das nicht unwürdig ist der Männer, die mit Göttern stritten. Wir kommen wieder nach Hause, Shepard. Ich glaube, dass du uns da durchführst. Oh, Captain. Mein Captain. Ist mein Rang alles, was du siehst, wenn du mich ansiehst? Nein. Ich sehe einen starken, leidenschaftlichen Mann. Mit einem tollen Hintern. Es gibt Regeln, die uns das untersagen. Weißt du das? Bist du bereit, mit den Konsequenzen zu leben? Ich habe mein ganzes Leben gekämpft, um das zu kriegen, was ich haben wollte. Und dafür musste ich auf viele Dinge verzichten. Während der ganzen Zeit hatte ich nicht einmal das Gefühl, dass ich das, worum ich kämpfte, auch verdient hätte. Bei dir fühle ich mich jedoch gut. Schlaf heute Nacht hier, Ash. Bei mir. Tapfere Worte, Shepard. Das gefällt mir. Dies ist kein Wettbewerb, Ash. Ich mache dir nichts vor, Shepard. Aber du wirst es schon noch lernen. Ist es das? Oh. Das macht mich so glücklich. Das macht mich so glücklich.
dass ich sowas noch sehe. Dass ich sowas heutzutage noch sehen kann. Nicht schlecht. Das gibt dem Runter- und 20 Liegestütze eine ganz andere Bedeutung, was? Würdest du die Augen verdrehen, wenn ich zugebe, dass ich zum ersten Mal seit Monaten das Gefühl habe, dass mit der Galaxis alles in Ordnung ist? Ja. Brücke an Commander Shepard. Wir erreichen in 5 Minuten das Mu-Portal. Die Pflicht ruft. Geh auf die Brücke, Skipper. Ich muss erst noch die anderen Waffen überprüfen. Hey, Shepard? Was immer da unten passiert, da wollte ich vorher nur noch sagen... Warte. Weißt du was? Ich sag's lieber nicht. Wenn du das wirklich hören willst, dann musst du schon zu mir zurückkommen. Immer wieder gerne, Ashley. Immer wieder gerne. Oh, ich hab Liebe gemacht. Wir haben Besuch. Haben Ihre Sensoren uns schon erfasst? Die Tarnsysteme sind aktiv. Solange Sie uns nicht sehen können, wissen Sie nicht, dass wir hier sind. Ich habe ein paar seltsame Aufzeichnungen von der Planetenoberfläche. Bringen Sie uns runter, Joker. Folgen Sie den Koordinaten. Das geht nicht, Commander. Die nächste Landezone ist 2 Klicks entfernt. Zu Fuß werden wir es nicht rechtzeitig schaffen. Bringen Sie uns näher ran. Näher geht es nicht. Es gibt keine Möglichkeit. Mit dem Marco absetzen. Für eine solche Landung brauchen wir mindestens 100 Meter freie Fläche. In Sarens Nähe gibt es nur 20 Meter. 20 Meter? Das reicht nicht, um runterzugehen. Wir müssen es versuchen. Wir müssen eine andere Landezone finden. Es gibt keine andere Landezone. Der Landewinkel ist zu steil. Das ist unsere einzige Chance. Das ist keine Chance. Das ist Selbstmord. Wir können nicht... Das kriege ich hin. Joker? Das kriege ich hin. Etwas Beeilung und runter zum Marco. Joker, setzen Sie uns direkt vor seine Füße ab. Oh, das wird jetzt hart. Wir nehmen mit Udonet Rex und Garrus. Oder Garrus? Oder die Ashley? Garrus, Ashley. Garrus, Ashley. Ashley. Nein, wieso Ashley? Ashley hat gesagt, sie will ihre Waffen nochmal überprüfen. Sie überprüft eine Waffe nach der anderen. Oh, ich glaube, ich habe irgendwie das Zeitgefühl verpasst. Ich glaube, wir haben 5 Minuten überschritten. Mehr als 5 Minuten. Okay, und bevor wir da weitermachen, auf irgendeine Art und Weise... Wir müssen in diesen Bunker hineinkommen, bevor Saren die Röhre findet. Diese Tür kann man nicht mit brutaler Gewalt überwinden. Aber Saren hat sie irgendwie geöffnet. Irgendwo in diesem Komplex muss es so etwas wie einen Sicherheitsschaltpunkt geben. Wir müssen einen Weg finden, ihn wieder zu aktivieren. So, auf jeden Fall speichern wir erstmal. Geht aber leider nicht. Und ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Mit viel Epic sind wir hier. Und ich würde sagen, abonnieren, kommentieren, bewerten und favorisieren. Es hilft mir sehr, wenn ihr das tut. Und ja,
ich verabschiede mich hiermit. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Es wird ziemlich spannend in der nächsten Folge. Bye bye und bis zum nächsten Mal. BZW, bis später.